Willkommen Leute, willkommen, willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir. Es wird sein, na, ihr habt es bestimmt schon gesehen, Assassin's Creed Rogue. Ja, und mit dieser stimmungsvollen Eingangsmusik würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Ja, ihr seht, ich habe schon mal irgendwann am 11.01.2015 gespielt. Minimal, ich hatte 1%. Aber wir legen natürlich mit einem neuen Spielstand los und Rücktaste muss ich erstmal finden. Ja, wie könnte es anders sein? Natürlich nennen wir es auch wieder CJ, aber in dem Fall nehmen wir es mal klein CJ. Ich habe jetzt gerade keinen Bock, die Großtaste zu suchen. Und Start. Und dann geht's auch schon los. Mit einer mysteriösen Musik. Ja, natürlich, mein Name ist CC Joker, mein YouTube-Channel DBS CC Joker, beziehungsweise da, wo das Let's Play wahrscheinlich laufen wird, wird dann Ulje Gaming sein. Ja, ich denke, ich werde jetzt ab Assassin's Creed Rogue hinwechseln. Um diesen Channel halt auch so ein bisschen zu promoten. Irgendwie ist das ganz schön laut, diese Musik hier, obwohl ich die eigentlich schon runtergesetzt habe. Oh, es geht los, Leute, es geht los. Richtig geil. Ubisoft präsentiert. Verschone das Leben von allen Unschuldigen. Halte den Kopf unten. Verrate niemals die Assassinenbruderschaft. Dies sind die Lehren des Credos. Die Prinzipien, nach denen ich lebe. Ich war damals noch ein junger Mann. Der siebenjährige Krieg hatte gerade begonnen. Ich hatte keine Vorstellung, was mir die Zukunft alles bringen würde. Noch von dem Preis, den ich dafür zahlen musste. Mein Name ist Shay Patrick Cormack. Und das meine Geschichte. Alter, wie geil ist denn bitte die Musik? L zum Bewegen, R für die Kamerasteuerung. Ja, ist okay. Ich suche aber gerade die Sprint-Taste. Ah, nee. Halten Sie R1 gedrückt. Doch. Tada. Wie geil ist denn die Musik, Leute? Ja, immer schön zwischen den Bäumen durch. Und da ist ein Assassine. Und den holen wir uns natürlich. Und für ein Luftattentat. Daneben. Gebt zu. Ich hatte euch fast. Fast. Leider zählt das nicht, Shay. Zudem, nein. Das war nur Glück. Ich mach mir mein Glück, Liam. Ach, das behauptet ihr seit Jahren. Aber was habt ihr damit erreicht? Hat es euch jemals vor Ärger bewahrt? Ach, wisst ihr, Ärger folgt mir überall hin. Lasst uns umkehren. Jawohl, ja, lasst uns schnell dahin gehen. Ich habe eine Kanone gehört. Gibt's irgendwas zu metzeln? Kommt. Captain Della Verandrie und seine Crew scheinen Ärger zu haben. Naja, komm, geh mal schneller. Schmugglertreffen so endet. Ich verstehe nur nicht, warum ihr mir nicht sagt, was wir hier tun. Du hast Stock und Stein jetzt. Oh, eine Kiste. Sind wir nicht Freunde, Liam? Aber das zählt nicht. Das betrifft euch nicht, Jay. Was ein geiler Absatzkick war denn das bitte? Also ich mag Shay. Wer ist Patrick Shay Cormack? Jetzt schon. Oh, da vorne ist ein Shanti. Da. Ja, also es ist, wie man vielleicht auch schon in den ersten Minuten und so gesehen hat, dass ich mich schon etwas mit der Steuerung auskenne. Es ist nicht mein erstes Assassin's Creed. Und wird mir sicher auch nicht mein letztes sein. Es ist allerdings das erste, was ich Let's Playe. Das muss ich ja zugeben. Denn ich hatte immer so ein bisschen Angst davor, weil ich immer nicht so genau wusste, wie ich das Let's Playen sollte. So ist denn das Shanti jetzt. Shanti, sing mal was. Genau, und da ich jetzt auch... da ich ja auch weiß, dass es ein Shanti ist, lässt es vermuten, dass ich schon mal Assassin's Creed Black Flag gespielt habe. Was auch richtig ist, natürlich. Was habe ich denn sonst noch gespielt? Assassin's Creed 1 habe ich gespielt, wobei ich sagen muss, fand ich in der Hinsicht nicht gut. Zum einen, ich habe auf dem PC gespielt. Und da finde ich diese Assassin's Creed-Teile sowieso nicht so der Bringer. Muss ich ja zugeben. Wuhu, Shantis. Achso, verfolgen und fangen. Da habe ich einen Shanti. Und
Zum anderen fand ich das Gameplay da auch noch nicht so gut. Das haben sie ja quasi erst mit Assassin's Creed 2 mit dieser Ezio-Trilogie vollkommen überarbeitet. Und ab da fand ich Assassin's Creed dann richtig cool. Das muss ich ja zugeben. So, was haben wir denn hier noch? Hier oben ist noch irgendwas. Das werde ich mir auch holen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, wie gesagt, Assassin's Creed 2 habe ich gespielt. Das dann auf der PS3. Glaube ich. Müsste es gewesen sein. Wo bist du? Ich springe jetzt einfach mal. Achso, R2 kann ich anscheinend nicht drücken. Oh, hallo. Ja, Animus-Fragmente. Okay, das war dann der Todessprung. Brotherhood und Revelations nicht. Das in Assassin's Creed 3 habe ich gesehen. 4 wieder gespielt. Unity habe ich auch gespielt. Und jetzt... Zu schnell für euch. Ich behalte euch nur im Auge, falls ihr hinfallt und euch verletzt. Ja, und jetzt halt Rogue, ne? Oh. Ach ja, genau. Wie ist das mit der... Der Frau gleich noch? Das habe ich auch gespielt. Was ist eigentlich nur für die PS... Was war es? Vita? PS Portable gab oder so? Oh, synchronisieren. Ein Ausguckspunkt. Ach, schon wieder epische Musik mit Kamerafahrt. Einfach nur genial. Das kann man echt nicht anders nennen. Es ist einfach genial. So, drücken Sie R1 plus X und bewegen auf einen Heuhaufen oder das Wasser um einen Todessprung. Ja, schade, haben wir gerade eben schon gemacht. Hab ich ein bisschen gespoilert. Bam. Okay, wo sind wir hier? Kann man hier auch... Ah, okay, ich spoiler jetzt hier alles schon, obwohl es noch gar nicht erklärt wurde. Das war anscheinend das Adlerauge. Haben wir sonst noch was wir mitnehmen können? Hier sind ja gerade ziemlich viele Symbole. Aber es kommt vielleicht noch alles. Ja, Unity habe ich gespielt. Schnell. Einen Chevalier lässt man nicht warten. Den DLC für Unity habe ich gespielt. Wobei ich ja sagen muss. Wir entkommen dieser Insel schon. Das ist übrigens genau der Grund, warum ich also so lange gewartet habe, bis ich AC Let's Played habe, weil es ist dauernd reden, also reden die da inzwischen. Und ich kann kaum reden. Genau, DLC der Kings. Wobei ich Unity noch am coolsten und am schlechtesten fand, weil Ubisoft sich da keine Freunde mitgemacht hat. Zum Henker! Gott zum Teufel, wart ihr zwei! Wir waren jagen. Was ist passiert? Deine Männer wurden von Engländern angegriffen. Aber Captain Joseph, erzählt ihr nicht immer, dass ihr sie selbst in die Flucht geschlagen habt? Es heißt Kapitän Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. Und ihr träumt, falls ihr glaubt, dass es so einfach ist, ein echter Assassine zu werden. Was das eigentlich bedeutet? Ihr wäret verantwortlich für eine uralte und überaus stolze Tradition. Ihr müsstet eurem Mentor ohne zu zögern folgen. Wie sollten wir sonst die Freiheit der Menschen sichern? Sehr schön gesprochen, Chevalier. Aber ich fühle mich nicht besonders frei. Nun, dann fühlt euch belehrt. Autsch. Ich bringe dir Manieren bei, Kerl. Das glaube ich kaum. So, was muss ich machen? Angreifen. Bam, nochmal. Haha. Oh, kontern. Falschpinsel. Du schwachköpfiger Kohlbauer. Also, Viereck zum Angreifen. Kreis zum Kontern, das kriege ich gerade noch hin, glaube ich. Ja, schön geblockt. Ich bringe dir Manieren bei, Kerl. Alter, ich hau dir die Fresse blau. Gentlemen, kommt! Wir haben einen gemeinsamen Feind und er ist nah. Die Royal Navy hat mein Schiff angegriffen und meine Männer verjagt. Wir sind gestrandet und schlimmer noch, die Schmuggler, mit denen wir uns hier treffen sollten, wurden gefangen genommen. Shay und ich übernehmen die Schmuggler, ihr die Verwundeten. Okay. Es tat ganz schön weh an den Händen. Ihr nehmt. Ihr braucht sie. Ein Dolch und eine Langklinge, ein Langschwert. Na, wohl eher ein Säbel. Oh. Werde, was ist das? Seid vorsichtig, Shay. Die Royal Navy erwartet uns. Aber ihr seid soweit. So, optionale Missionsziele. Von den britischen Wachen nicht entdeckt werden. Alle britischen Wachen töten. Ja.
Also ich kann euch gleich sagen, ich tue mich mit optionalen Missionszielen immer so ein bisschen schwer. Vorausgesetzt, ich will es nicht auf 100% spielen. Sie haben keine Chance. Wo sind deine Kumpane jetzt, elende Ratte? Siehst du? Da seht ihr, habe ich gleich fast schon verkackt. Nicht schlecht. Bevor ich es rausprügle. Also wenn ich es nicht drauf anlege, auf 100% zu spielen, dann tue ich mich da immer ein bisschen schwer. Bei... Wie duck ich mich denn? Bei Dead Kings habe ich das ganz locker geschafft mit 100%. So, runter hier. Ja, geil. Was? Die... Oh, naja, so viel dazu. Wie? Die right there? Ich dachte, die sprechen hier Deutsch. Gemetzel. Ach ja, plündern. Das vergesse ich auch immer gerne. Kann man das hier schon? Ja. So geht mir nicht immer ziemlich viel Geld durch die Lappen, dass mir dann immer zwischendrin fehlt. Wenn ich es nicht wieder drauf anlege, hier irgendwie auf 100% zu spielen, was ich im Let's Play bestimmt nicht machen werde. Weil das ist dann doch schon ein bisschen hart an der Grenze. Oh. Danke. So, ich rette dich. Kann ich hier hoch? Ja. So, und jetzt kann man doch bestimmt ein Luftattentat machen, oder? So ein doppeltes vielleicht? Wäre schon geil. Ah, da blinken sie schon. Da jetzt blinken sie beide und... Bam! Doppeltes. Beide tot, beide tot, beide tot. Und... Ich glaube, du wirst es auch nicht viel länger überleben. Tut mir leid. Ein bisschen in den Unterbau oder in die Nieren, je nachdem. Ja, ich befreie euch mal. Vielen Dank. Ich war schon fast tot. Gerne, gerne. So, ich will den Absatzkit gehen. Bam. Cool. Und springen. Was haben wir denn hier noch? Ich sehe hier so ein komisches Ding. Ach, das ist immer ein Boot. Okay. Das ist ein Boot. Die Schmuggler befreien. Wollen wir denn noch? Ach so, jetzt müssen wir aufs Boot, ja? Na gut. Dann schauen wir mal. Was war hier so? Oh, die Morrigan. Oh, das war jetzt so nicht geplant. Aber ist egal. Nehmen wir. Den töten wir auch noch. Und jetzt entschwinden wir schnell wieder hier rüber. Hui! Eiskaltes Wasser fügt ihnen mit der Zeit Schaden zu, also bleiben sie nicht so lange drin. Hab ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht vor. So. Ah ja, da ist auch der Bildschirm dann so ein bisschen frostig. Aber ich wollte einfach nur mal hier weg. So, jetzt werden sie hier rüber gucken. Und wenn sie gleich hier rüber gucken, na, guckst du hier rüber? Guckst du hier rüber? Hallo. Ah, schade, da waren natürlich zwei, ne? Das ist dumm gelaufen. Bam, 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 bam. Kontern, so. Du bist weg. Tja, und du hast mal gar keine Chance gehabt, mein Lieber. Das üben wir nochmal, ihr blöde Royal Navy. Yeah, ganz gechillt geht Shay dahin. Und wird ihn von hinten meucheln. Alle britischen Wachen töten. Ja, die retten wir, ne? Oh. Alter, halt auch so zu stillen. Die habe ich für euch aufgehoben. Wie aufmerksam. Vielleicht seid ihr doch nicht so nutzlos, Shay. Apropos nutzlos. Diese Schwachköpfe brauchen das Schiff sicher nicht mehr. Und damit hätten wir ein Schiff geentert. Stinkt. Ihr wollt es, Shay. Es gehört euch. Nun bringt mich zurück zu meinem Schiff. Aye, aye, Captain. Ihr habt ihn gehört. Das Schiff gehört euch. Ach du Scheiße. Na los, ans Ruder. Das Ruder der Morrigan übernehmen. Sie
Sie bilden eine gute Crew. Bei Ihrem Kapitän bin ich mir nicht sicher. Aber außer mir seid ihr der erfahrenste Seemann in der Bruderschaft, Shay. Übrigens, wir brauchen ein anderes Schiff, und sei es dieses Wrack da. Sie ist mein, oder? Mein erstes Schiff. Euer Müllhaufen? Ja. Ach, mit einem Farbklecks und ein paar neuen Kanonen kann sie sich auf den sieben Weltmeeren sehen lassen. Sollen wir beginnen? Jawohl, Freund. Ach, komm nach. Sie ist ein Wrack. Aber sie schwimmt noch. Sie heißt Morrigan. Morgan? Die verrückte Fee, die Merlin ruinierte, den Weißen? Oh, das passt gut zu euch, Shay. Morrigan ist eine alte Göttin. Kanonen abfeuern. Um ihre Kanonen abzufeuern, halten sie L1 und bewegen sie den rechten Stick zum Zielen. Drücken sie dann auf R1, um zu schießen. Schießen sie für den maximalen Schaden auf den Rumpf. Okay, ich denke, das kriege ich noch hin. L1 halten, dann mit R bewegen. Königin von Krieg und Dunkel. Erntet die Seelen gefallener Krieger. Wahrlich perfekt. Oh, Schiff voraus. Mehrere Schiffe. Oh. Ist das das, was ich erreichen will? Hallo. Oh mon Dieu. Mein Schiff! Das ist ein Fond de Chien. Sie geht unter! Mal sehen, wie die Morgen sind. Ich glaube, der hat getroffen. An die Kanonenmänner! Ja, verdammt. Oh. Ihr kennt die Befehle. Schiff, kommt sie, Mann! Ja, Mensch! Das ist schon tot, bevor ich überhaupt was machen kann. So, jetzt. Ah, bam, nee, daneben. Volle Breitseite. Feuer! So, hat es weg, das Schiff? Also hoffe ich. Oh, ich darf keine Verbündeten angreifen. Das wird mir immer wieder zum Verhängnis. Ich würde ganz gerne eigentlich jetzt mit der Frontkanone. Oh, jetzt treffe ich doch schon gleich wieder ihn. Okay. Bam. So, was haben wir noch? Komm, schneller. Nee, jetzt brauchen wir die Breitseite. Breitseite. Jawohl. Ah, ich glaube, das hat noch nicht gereicht. Jetzt wieder Frontkanonen. So, das ist aber weg. Wir drehen auf unsere Breitseite. Oh, die schießt. Dann muss ich schnell weg. Nicht gereicht, dann muss ich kurz stoppen. Da kann ich schneller drehen und volle Breitseite jetzt. Das war's. Ich kann es noch. Singt ein Lied, Männer. Der Chevalier ist zufrieden. Jawohl. Ich kann es noch, Leute. Ich kann es noch. Wuhu. Bin voll stolz auf mich gerade, so ein bisschen jedenfalls. Der Randy Dandy Song. Welchen Kurs soll ich setzen, Shay? Zeit, dem Mentor Bericht zu erstatten. Meint ihr nicht auch? Weise Worte, Captain. Weise Worte. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen zu Assassin's Creed Rogue. Kaputt. Was haben Sie nur getan? Es ist eine Art schlummernder Virus. Mist. Ganz ruhig, ich hol Sie da raus. Bitte begeben Sie sich ruhig zum nächstgelegenen Ausgang. Wir wiederholen. Bitte bewahren Sie Ruhe. Bitte begeben Sie sich. Sorry für die harte Landung. Ohrstöpsel, okay? Pest. Sie waren im Animus. Animus, ja? Sie haben auf eine genetische Erinnerungsdatei in der Shay Cormac Helix zugegriffen. Sie arbeiten für Abstergo Entertainment, vergessen? Klingelt es da nicht bei Ihnen? Ihre Sitzung ist schlecht gelaufen und schadet dem ganzen Haus. Suchen wir den Boss.
Sie wissen doch, wen ich meine, oder? Melanie LeMay, superlebendiger Überflieger. Hier, Ihr Kommunikator. Für den Notfall. Und jetzt raus hier. Wie ich dies... Ja. Wie ich dies... Dieses Chaos ist allein Ihre Schuld. Ja. Wie ich diese Abstergo-Sequenzen hasse. Denkt positiv. Was soll der Blödsinn? Eine Datei namens Shay Cormac war mit einem Virus verseucht. Ihr Job ist, sowas zu verhindern. Zuerst müssen wir diese Erinnerung erfassen und dann zerstören. Nein. Isoliert sie. Ich will sie noch untersuchen. Aber... Mit Verlaub, Miss LeMay. Das war keine Bitte. Sie haben's gehört. Bien. Der Strohkopf gehört mir. Einverstanden, Miss LeMay? Hey, es mag seltsam erscheinen, aber Sie arbeiten für eine Fremdfirma, angeheuert, um die Sicherheit zu verbessern. Monsieur Otzeberg und Madame Violette da Costa. Sagen Sie Violette. Ich muss jetzt unbedingt ein Pressestatement vorbereiten. Tun Sie, was immer Sie verlangen, okay? Wir Team! Wir Team! Technisch gesehen war es nicht Ihre Schuld, aber Sie haben den Virus freigesetzt, also ist es nur fair, mir beim Säubern zu helfen. Ja. Yeah. Dass wir Shays Erinnerung nachleben. Wir müssen von Helix aus darauf zugreifen. Aber die Helix ist aus. Wir müssen die Hauptserver im Keller neu booten. Na dann. Wo warten wir? Mann, wer diesen Virus designt hat, ist ein Genie. Er verwehrt uns nicht nur den Zugriff auf die Cloud. Er legt auch alle Betriebssysteme zur Regulierung der Gebäudefunktionen lahm. Melanie, die Aufzüge sind außer Betrieb. Stecken wir hier etwa fest? Merd, ja. Ich rufe sofort ein Reparaturteam. Auf dieser Etage arbeitet ein Server. Ich schätze, der muss reichen. Agent Da Costa, ich möchte regelmäßige Updates über Shays genetische Erinnerungen. Warum? Er ist ein Niemand, so viel ich sagen kann. Wenn Shay Cormac der ist, für den ich ihn halte, dann könnte uns dieser vorübergehende Rückschlag unerwartete Gewinne bringen. Gehen Sie zum Serverraum auf der Etage. Aye, aye, Sir. Also das Problem an diesen ganzen Sachen ist, Abstergo-Sequenzen hasse ich. Und wenn ich sie jetzt auch hasse, dann, dann geht mir gleich schon wieder die Hutschnur. So, was haben wir denn hier? Ein Tablet-Dokument 1 an Robert Fraser. Ja, ich denke, ich werde das nicht vorlesen. Ich werde es langsam runterscrollen. Ihr kennt das ja, wenn ihr es lesen wollt. Dann einfach immer Pause drücken. Und dann, ja. Wie gesagt, ihr könnt es lesen oder nicht. Ich werde es mir später vielleicht nochmal durchlesen. Willkommen bei Abstergo. Ja, danke. Dokumente. Ja, ist okay. Okay, dann können wir weiter. 1 von 20 Tablets gesammelt. Woo! Wir haben schon ein Zwanzigstel. Wo muss ich denn lang? Hier lang. Okay, das sieht zu aus. Das sieht offen aus. Das könnte... Ich kenne Hunde, die besser ausgebildet sind. Schnauze! Alt. Sehen Sie ein blinkendes Wireless-Signal? Gut, das heißt, Sie kommen noch ins System. Nein. Sobald der Server da ist, verbinde ich Ihre Animus Workstation mit Helix. Theoretisch, wenn Sie die Strahlen an Kernsegmenten ausrichten, ist das Problem gelöst. Aber hier wird's jetzt heikel. Sie müssen diese Kreise so bewegen, dass alle von Strahlen versorgt werden. Das Schlüsselwort lautet alle. Ein Strahl und nur ein Strahl pro Kernsegment, okay? Sobald alles ordnungsgemäß leuchtet, rebootet das System. Kapiert? Versuchen Sie es. Ja, gut. Ich habe das schon mal gesehen, wie jemand das gemacht hat. Ich habe es absolut nicht begriffen. So, jetzt gucke ich mir das Ganze erstmal an. Ich habe noch keine Ahnung. Nee. Dafür, dass nur ein Strahl zu jedem Kernsegment gehört. So, jetzt gehen wir auf den äußeren Ring, ja. Jetzt gehen wir den hoch. Gut gemacht. Dieser Kern war nicht komplex. Aber das Rebooten der modernen Hardware im restlichen Gebäude wird nicht leicht. Kern repariert. Ich glaube, ich habe es doch begriffen jetzt so langsam. Ui. Die Assassinen wollen uns glauben machen, dass Al-Mualem ein großer Mentor war, der Gier anheimfiel und dass er mit den Templern paktierte, um einen Edenapfel zu erhalten.
Ich sehe stattdessen einen schlauen und gerissenen Anführer, einen Mann, der seinen besten Assassinen, Altair ibn La'ahad, einsetzte, um die Verschwörer zu eliminieren und den Edenapfel zu behalten, um damit die Welt zum Frieden zu zwingen. Auch wenn zweifelsfrei feststeht, dass Al-Mualem kein Templer war, erscheint es mir interessant, dass seine Friedensvision eher zur Templer- als zur Assassinenphilosophie passte. In der Vergangenheit hatten beide Seiten dasselbe Ziel: Frieden. Der einzige Unterschied war der Weg dorthin. Wäre Al-Mualem nicht von Altair getötet worden und hätte seinen Plan umsetzen können, würden wir jetzt vielleicht nicht kämpfen. Erst nachdem Altair die Bruderschaft mit seinen Idealen vom freien Willen reformiert hat, eskalierte der Konflikt und breitete sich in der Welt aus. Falls der sogenannte Weise Mann des Berges Dinge aus unserer Sicht sehen kann, gilt das sicher auch für andere Assassinen. Spoiler-Alarm! Ja, Al-Mualem, das war Assassin's Creed 1. Ja. Machen wir mal weiter. Die Assassinen wollen uns glauben machen, dass Al-Mualem ein großer Mentor war, der der Gier anheimfiel. Nein, das haben wir doch gerade schon gehört. Wie kann ich denn jetzt zurück? Moment. Zurück? Okay, nun, ich weiß nicht, ob Sie das sehen sollen. Also, Sie sollten zurück zu Ihrem Animus. Komme schon, Schätzchen. Jetzt, da die Server laufen, könnten Sie auch die Rechner der Kollegen wiederherstellen, wenn Sie, nun, behilflich sein wollen. Nein. Und Sie könnten noch ein paar digitale Goodies finden, wenn Sie... Ein Mitarbeiter hat seinen Kommunikator am Aufzug verloren. Wenn Sie da Geräte rumliegen sehen, nehmen Sie. Vielleicht geben Sie uns einen Hinweis. Den habe ich doch schon. Nun, da Shays Erinnerungen freigeschaltet sind, stehen wir kurz vor einer großen Entdeckung. Ja? Und welche? Ich weiß, Sie haben Fragen zu Ihrer neuen Aufgabe. Oder zu mir. Vorerst verrate ich nur, dass Shays Geschichte die Antwort birgt. Shay wird sie zu einem tieferen Verständnis führen. Na, das hoffe ich doch. Gut, aber ich denke, das soll erstmal reichen für die erste Folge von Assassin's Creed Rogue. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder in den Animus gehen und weiter mit Shay Cormac spielen. Also Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Rogue. Macht's gut, ciao.